Suche dir als erstes eine für dich bequeme Position im Liegen. Die folgende Hypnose soll dir nämlich dabei helfen, dich zu entspannen, deinen Geist zu beruhigen und in einen erholsamen und regenerativen Schlaf zu finden. Idealerweise hörst du diese Hypnose daher direkt im Bett. So kann sie dir dabei helfen, ganz einfach in einen erholsamen Schlaf überzugleiten. Dein Körper und auch dein Geist bekommen nun gleich die Gelegenheit, herunterzufahren und anschließend die Möglichkeit, das heute Erlebte zu bearbeiten und zur Verarbeitung an dein Unterbewusstsein weiterzugeben. Wenn du es noch nicht getan hast, schließe jetzt bitte deine Augen. Lasse deine Augenlider ohne Druck ganz entspannt aufeinander ruhen. Gib nun deinem Atem die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Lenke deine ganze Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Beobachte und spüre, wie er ruhiger und gleichmäßiger wird. Dein Ruherhythmus. In der Regel ist deine Ausatmung jetzt ungefähr doppelt so lang wie deine Einatmung. Sehr gut. Wenn deine Atmung langsam und entspannt fließt, können wir mit der Hypnose starten. Du stehst vor einem Aufzug. Die Türen sind noch geschlossen. Sieh sie dir an. Welche Farbe und Größe haben sie? Aus welchem Material sind sie? Rechts neben dem Aufzug ist ein kleiner Knopf, mit dem du die Türen öffnen kannst. Drücke auf den Knopf. Die Türen öffnen sich langsam und geben dir den Blick auf das Innere des Aufzugs frei. Auch hier darfst du alles so gestalten, wie du es dir wünschst. Es soll für dich sicher und bequem sein. Die Größe deines Aufzugs, die Wände und auch Boden und Decke sind so, wie du es dir vorstellst. Ganz nach deinem persönlichen Geschmack. Du wählst Größe, Material und Farben. Vielleicht ist dein Aufzug sogar aus Glas, damit du die Aussicht genießen kannst. Du hast freie Wahl bei der Gestaltung. Betritt nun deinen Aufzug. Die Türen schließen sich hinter dir und du wirfst nun einen Blick auf die Stockwerkanzeige. Wir befinden uns aktuell im 30. Stock. Wenn dein Aufzug sich gleich in Bewegung setzt und abwärts gleitet, wird auch deine Entspannung tiefer
und tiefer. Und du wirst dich von Stockwerk zu Stockwerk immer weiter entspannen. Drücke nun auf die Abwärtstaste und schau, wie die Zahl über den Aufzugtüren langsam von einem Stock zum anderen gleitet. Langsam erscheint die 29 auf deiner Stockwerkanzeige und du kannst spüren, wie du ganz langsam anfängst, dich zu entspannen. Die Entspannung beginnt nun, sich von deiner Kopfhaut, deinem Haaransatz aus, auszubreiten. Vielleicht spürst du ein leichtes Kribbeln auf deiner Kopfhaut. Entspanne ganz bewusst und lasse los. Lasse zu, dass diese angenehme Entspannung, die hier beginnt, sich gleich weiter durch deinen Körper arbeiten kann. Dein Aufzug fährt nun langsam am 29. Stock vorbei und nähert sich dem 28. Stock. Und du kannst nun spüren, wie auch die Entspannung in deinem Körper weiter nach unten sinkt, Richtung Stirn und Augenbrauen. Und wie wir uns nun langsam dem 27. Stock nähern, erfasst die Entspannung nun deine Augen. Deine Augen, deine Augenlider und all die kleinen Muskeln um deine Augen entspannen sich. Deine Entspannung wird Stück für Stück tiefer. Der Alltag, alles, was deinen Geist, dein Unterbewusstsein beschäftigt, rückt in den Hintergrund und erlaubt dir, zu entspannen. Und wir lassen den 27. Stock hinter uns und nähern uns nun langsam dem 26. Stock. Und du spürst, wie deine Wangen und auch dein Kiefergelenk loslassen. Lasse einmal ganz bewusst deinen Kiefer locker. So oft beißen wir sprichwörtlich die Zähne zusammen, wenn uns etwas ärgert oder stört. Das führt auf Dauer zu Verspannungen im Kiefer, die sich in den Nacken und den Schultergürtel ausbreiten, was Kopf- und Nackenschmerzen verursachen kann. Lasse hier also ganz bewusst los und entspanne deinen Kiefer. Sehr gut. Der Aufzug fährt langsam und stetig weiter nach unten. Und wir kommen dem 25. Stock immer näher. Spüre jetzt einmal ganz bewusst, wie dein Mund, deine Lippen und auch deine Zunge komplett locker lassen. Du kannst spüren, wie deine Entspannung mit jedem Stockwerk, an dem wir vorbeifahren,
ein wenig tiefer wird. Und während wir nun am 25. Stockwerk vorbeifahren und uns dem 24. Stock nähern, entspannen sich dein Hals und auch dein Nacken. Deine Nackenmuskulatur wird locker und dein Nacken fühlt sich direkt ein wenig freier und beweglicher an. Und wir gleiten mit dem Aufzug weiter und weiter nach unten in die Entspannung. Langsam nähern wir uns dem 23. Stock. Du kannst spüren, wie deine Kopfhaut, deine Stirn, deine Augen, die Wangen, der Mund, dein Kiefer und auch der Nacken jetzt völlig entspannt und komplett locker sind. Langsam nähert sich die Aufzuganzeige nun dem 22. Stockwerk. Lasse die Entspannung nun in die Muskeln und Sehnen rund um deinen Schultergürtel und deine Schultern fließen. Deine Schultern fühlen sich frei und wunderbar locker und entspannt an. Du lässt immer weiter los und sinkst tiefer und tiefer in die Entspannung. Während wir weiter nach unten gleiten, Richtung 21. Stock. Auch die Entspannung fließt weiter nach unten, und zwar über deine Schultern, langsam deine Oberarme hinunter bis zu deinen Ellbogen. Jede Sehne, jede Faser und jeder Muskel entspannen sich. Wir lassen den 21. Stock hinter uns und nähern uns langsam und gleichmäßig dem 20. Stockwerk. Und auch deine Entspannung arbeitet sich langsam abwärts. Von deinen Ellbogen aus, deine Unterarme entlang, bis zu deinen Handgelenken. Deine Unterarme und deine Handgelenke werden schwer und locker. Du sinkst tiefer und tiefer und spürst, wie immer mehr Anspannung merklich von dir abfällt. Die Entspannung wandert nun weiter von deinen Handgelenken aus, durch deine Finger, bis in die empfindlichen Fingerspitzen, während wir am 19. Stock vorbeifahren. All die kleinen Muskeln in deiner Hand sind komplett locker und entspannt. Spüre noch einmal ganz bewusst, wie entspannt dein Gesicht, dein Hals, deine Schultern, deine Arme und deine Hände sind schwer, weich und entspannt.
Wie wir uns jetzt dem 18. Stock nähern, fühle erneut in den Schultergürtel hinein. Von hier aus wandert die Entspannung nun über deine Brust, deinen Brustkorb entlang, über deinen Bauch. Spüre, wie die Muskulatur in deiner Brust sich entspannt, wie dein Brustkorb sich mit Sauerstoff füllt und den Atem von hier aus durch deinen ganzen Körper fließen lässt. Den 18. Stock haben wir nun hinter uns gelassen und nähern uns langsam dem 17. Stock. Richte deine Aufmerksamkeit einmal auf deine Bauchdecke. Die Entspannung fließt warm und angenehm durch deinen Bauch. Du lässt los. Dein Magen, deinen Darm und sinkst tiefer und tiefer. Der Aufzug bewegt sich weiter nach unten in Richtung 16. Stock. Lenke deine Aufmerksamkeit erneut auf deinen Schultergürtel und lasse die Entspannung nun von hier aus deine Wirbelsäule entlang, deinen Rücken hinunterfließen, wie warmes, alles entspannendes Wasser. Die Entspannung fließt wohltuend links und rechts von deiner Wirbelsäule entlang und du sinkst tiefer und tiefer, während wir uns langsam dem 15. Stock nähern. Du fühlst jetzt, wie dein komplettes Becken sich voll und ganz entspannt. Deine Symphyse, dein Steißbein und auch dein Beckenboden werden locker und geben nach. Während wir den 15. Stock hinter uns lassen und uns nun dem 14. Stockwerk nähern, fühlst du, wie dein kompletter Oberkörper sich entspannt und du immer tiefer und tiefer in die Entspannung sinkst. Am 13. Stock angekommen, lässt du die Entspannung nun weiter abwärts sich in deine Oberschenkel ausbreiten. Jeder Muskel und jede Faser geben nach und werden locker. Und wie wir nun am 12. Stock entlangfahren, entspannen sich deine Kniescheiben. Jeder Druck, den sie heute abfedern mussten, jede Bewegung, die sie heute ausführen mussten, fällt von ihnen ab und du sinkst tiefer in diese wohlige Entspannung. Bringe diese Entspannung jetzt in deine Waden, während wir am 11. Stock vorbeifahren. Und während wir uns dem 10. Stock nähern, erreicht die Entspannung deine Knöchel. Von hier aus breitet sie sich weiter über deinen Fußspann aus, während wir uns langsam dem 9. Stock nähern und an ihm vorbeifahren. Und du sinkst noch ein Stückchen
tiefer. Auch in deinen Fußsohlen breitet sich nun eine wohlige Entspannung aus. All die Schritte, die deine Füße heute gelaufen sind, all die Muskelspannung, die deine Füße den Tag über auf sich genommen haben, fällt von ihnen ab, während wir am 8. Stock vorbeifahren. Du sinkst tiefer und noch ein bisschen tiefer in die Entspannung. Zu guter Letzt wandert die Entspannung in deine Zehen und während wir den 7. Stock erreichen, entspannt sich jeder einzelne Muskel in deinen Zehen. Und auch die Sehnen und Bänder geben nach, während wir langsam am 6. Stock vorbeifahren. Du sinkst tiefer und tiefer. Deine Füße haben ihre Arbeit für heute getan. Lass sie los und entspanne sie. Und während wir jetzt am 5. Stock vorbeifahren, richte deine Aufmerksamkeit noch einmal von deiner Hüfte abwärts, deine Beine entlang und spüre, wie entspannt deine Beine und Füße jetzt sind, während wir am 4. Stock vorbeifahren. Du sinkst tiefer und tiefer in diese wohlige Entspannung hinein. Und während wir nun den 3. Stock erreichen, spürst du ganz deutlich, wie du jegliche restliche Anspannung und allen Druck, der sich noch in deinem Körper befindet, durch die Zehenspitzen hinausfließen lässt. Wir gleiten nun langsam am 2. Stock vorbei und du gehst noch einmal deinen gesamten Körper von oben, vom Haaransatz aus, bis nach unten zu den Zehenspitzen durch und lässt jegliche Spannung los. Während wir jetzt am 1. Stock vorbeifahren, vertiefst du noch einmal deine Entspannung. Dein Körper fühlt sich angenehm schwer an. Schwer und gleichzeitig leicht, locker und entspannt. Du fühlst dich vollkommen wohl und dir wird bewusst, dass dein Körper und auch dein Geist nun viel entspannter sind im Vergleich zum Beginn dieser Hypnose. Und langsam, ganz langsam erreicht dein Aufzug das Erdgeschoss. Die Türen öffnen sich und ein warmes, helles Licht empfängt dich. Du schaust dich erst einmal um und erblickst einen einladenden, weißen Sandstrand. Der Himmel über dir ist blau und wolkenlos. Die Sonne strahlt warm auf dich herab. Du trittst nun aus dem Aufzug heraus und spürst den feinen Sand unter deinen nackten Füßen. Es fühlt sich angenehm an. Du fühlst dich wohl und sicher. Atme die klare, wohltuende Luft ein und laufe langsam durch den Sand Richtung Wasser. Das Wasser ist klar und tiefblau.
Geh ein paar Schritte den Strand entlang und lasse all diese Eindrücke erst einmal auf dich wirken. Genieße das Rauschen des Meeres. Schau dich um und suche dir einen Platz im Sand und lasse dich nieder. Setze dich in den warmen Sand. Mach es dir bequem. Du bist vollkommen entspannt. Nichts könnte dich stören. Damit das so bleibt und um deinen Kopf von belastenden Gedanken zu befreien, hast du nun die Möglichkeit, all die negativen Emotionen und alles, was dich belastet, wenn du an den heutigen Tag zurückdenkst, loszulassen. Nimm dir einen Moment Zeit, den heutigen Tag noch einmal Revue passieren zu lassen. Alle Gedanken, Ängste, alles, was dich vielleicht verärgert hat, was dich beunruhigt hat. Nimm dir einen Moment Zeit, dein Unterbewusstsein danach suchen zu lassen. Dein Unterbewusstsein wird ohne dein aktives Zutun alles hervorholen, was dich belastet, was losgelassen werden kann. Sehr gut. Wenn du soweit bist, stehe auf und gehe zum Wasser. Öffne nun deine Handflächen. Lasse die Arme locker links und rechts neben deinem Oberkörper herunterhängen. Und nun kannst du spüren, wie all die dich belastenden Ängste, Sorgen und Gedanken, die du loslassen möchtest, in deine Hände fließen. Lass sie alle in deine Hände fließen. Nimm dir einen Moment Zeit und lasse alles, was dich belastet und beschäftigt, in deine Hände fließen. Sehr gut. Vielleicht kannst du spüren, dass deine Hände sich ein wenig schwerer anfühlen und du deine Hände nun gerne leeren würdest. Du hast jetzt die Möglichkeit dazu. Du gehst nun bis ans Wasser heran und in die Hocke, um deine Hände ins Wasser tauchen zu können. Tauche deine Hände bis zu den Handgelenken in das wohltemperierte Wasser. Nun kannst du fühlen, wie das Wasser deine Hände umspült und deinen losgelassenen Ballast hinfortspült. Jede kleine Welle, die heranrollt und deine Hände umspült, nimmt einen Teil deines Ballasts mit ins weite Meer. Spüle deine Sorgen und Ängste davon. Wenn du genau hinschaust, kannst du vielleicht erkennen, dass das Wasser eine etwas trübere Farbe hat als normalerweise. Es ist gefärbt durch deine gelösten Ängste und Sorgen. Und mit jeder kleinen Welle wird das Wasser jetzt wieder klarer, hellblau, und du kannst sogar den Meeresboden sehen. Muscheln, Sand, Pflanzen und den ein oder anderen kleinen Fisch, der vorbeischwimmt. Wenn du jetzt soweit bist, nimm deine Hände wieder aus dem Wasser und richte dich langsam auf. Fühle die Leichtigkeit. Fühle die innere Ruhe
und Zufriedenheit, die sich jetzt in dir breit machen. Lasse deinen Blick noch einmal über das Meer und den Strand gleiten. All das, was du losgelassen hast, wurde ins offene, weite Meer hinausgetragen. Es belastet dich nicht mehr. Atme tief ein und wieder aus. Du fühlst dich entspannt und zuversichtlich. Es wird nun langsam Zeit, diesen Ort wieder zu verlassen. Ich zähle jetzt gleich von 1 bis 5. Und bei 5 wird dein Unterbewusstsein in einen tiefen und erholsamen Schlaf hinübergleiten. 1, 2. Der Strand tritt langsam in den Hintergrund und du spürst wieder deine Matratze, das Kopfkissen und deine Bettdecke. 3, 4. Deine komplette Muskulatur entspannt sich noch einmal und lässt völlig los. 5. Körper und Geist lassen los und gleiten in einen erholsamen Schlaf.